Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Age of Exit. Nein, Age of Exit. Wir sind am Basteln am Haus. Ich habe jede Menge Ideen. Und mir fällt auf, eigentlich könnte ich schon mal gucken nach Schleim oder fertigen Sticky Pistons. Dafür kann ich aber erstmal wieder hier mein Equipment abnehmen. Gucken, ob ich hier vielleicht Schleim drinne finde oder Pistons oder Sticky Pistons, was ich nicht glaube, weil sowas Unnötiges wird hier keiner in der Truhe reinschmeißen. Ich glaube, das haben sie alles bestimmt zerstört. So, was haben wir denn da? Oh. Nee, sieht soweit nicht ganz so gut aus. Was haben wir da? Anderen Schleim. Aber auch anderen Schleim. Ich sehe keinen normalen Schleim. Ich sehe keine Pistons. Dasselbe hier. Und hier. Und hier. Nee, das sieht echt nicht gut aus. Ich gehe mal ins Lager gucken. Ich bezweifle zwar stark, dass wir da irgendwie in irgendeiner Art und Weise was in die Richtung haben werden. Aber dann kann ich mir nochmal Holz ein bisschen mitnehmen hier. Wo war das für den Gegner? Da ist Gegnerkram. Das sind aber nur Enderperlen und so. Enderperlen. Mal eben kurz gucken. Ich bin der Meinung. Sticky Pistons. Da haben wir sie. Ach, ich kann den anderen Stein auch benutzen. Das ist ja schön. Eine Piston, da brauche ich Holz für, Stein, Metall. Das habe ich alles. So, dann nehme ich einfach mal den ganzen Schleim, den ich hier finden kann, mit. Oben lag ja schon ein bisschen was drin, zum Glück. Hier wiederum nicht. Ich glaube, ich werde hier auch nichts groß finden. Bestimmt übersehe ich den jetzt in der Eile. Aber was? Oh, Enderperlen. Nee, das sieht alles echt nicht gut aus. Und da ich 6 Sticky Pistons brauche, wird es mir bestimmt nachher an Schleim fehlen. Was ein bisschen ärgerlich ist. Nee, sieht nicht gut aus. So, gehen wir zurück. Oh, jetzt haben wir Ruhe. Haben wir da noch was? Nein. So, die Tür schließe ich mal. Nehme ich den Schleim, den ich hier gefunden hatte, nochmal eben mit. Schmeiß dafür mal eben irgendwie Packing gleich weg. So, das sind 2. Da ist kein Schleim. Da ist noch einer. Das sind 3. Ist schon mal die eine Seite, die ich fertig habe dann. Gibt es hier noch mehr Schleim? Ha! Das Glück ist mit mir. So, ziehe ich mal meine Rüstung wieder an. Bastel ich mir schon mal die Sticky Pistons. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir die Schaltung selber nochmal angucken muss, wie sie genau war. Sie war relativ simpel, aber ich bin nicht ganz so Redstone bewandt, wie ich es eigentlich sein könnte, sollte. So, da haben wir das. Das heißt, hier 2 Steine. Jetzt habe ich natürlich keine Planks dabei. Und Redstone habe ich, aber keine Eisenbahn. Dann gehe ich nochmal die Eisenbarren rausfischen. Da haben wir sie. Die Planks nehme ich mit. So. Das schmeiße ich mal so hin. So. 6 da. 6 da. Und das war nicht erfolgreich. Aber so. Ha.
Jetzt habe ich meine Pistons schon mal hier. Und meine Sticky Pistons habe ich da. So. Und genau falsch rum. Och, komm. Wenn ich die jetzt andersrum setzen muss, sprich das Glas wieder kaputt machen muss, wovon ich ausgehe, dann ist das natürlich ein bisschen doof, aber es tut nicht weh. War ich ein bisschen voreilig mit dem Glas. Aber das ist mir egal. Ich habe ja noch genug. So. So. Haben wir das schon mal erledigt. Muss ich mir, wie gesagt, die Schaltung nochmal in Ruhe angucken und dann kann ich dann damit weiter basteln. So. Gehe ich jetzt nochmal gucken, wie weit unsere Steine gebrannt sind. Ich hoffe mal ein bisschen. Oh, sehr sogar. Dann schmeiße ich die nächste Ladung nämlich rein. Na, das kommt nicht ganz hin. Durch 4, das heißt. Und den nochmal durch 4. Das heißt nochmal. 1, 2, 3, 4. Rauf da. So. Würde ich jetzt nämlich nochmal in allen Öfen Steine brennen. So, und das bringt mich jetzt nämlich schon ein ganzes Stück weiter. Ein Stack habe ich da schon mal. So. Wie gesagt, hier bastle ich dann einfach nur schlichte Eisentüren vermutlich rein. Weil die Schaltung nochmal zu bauen, das braucht halt ein bisschen Platz. Und den Platz habe ich nicht. So. Na. Komm. So geht's auch. Was natürlich noch cool gewesen wäre, wäre hier so ein bisschen das gründlicher zu bauen, aber dafür bräuchte ich halt. Dann sieht das hier nicht mehr aus, weil dann ist der Raum von innen so ein bisschen kacke. Und wenn ich dann hier im Endeffekt fertig bin, kann ich hier zumachen und dann habe ich einen viereckigen Raum, das ist dann schon in Ordnung. So. Bastel ich mal eben hier weiter. Wobei das Ganze im Endeffekt mit Holz noch ausgekleidet wird. Das heißt, es wird nicht so kahl aussehen von innen, sondern nur von außen. So, wenn ich jetzt hier anfange, wie viel habe ich denn da? Nur einen Turm. Das heißt, ich müsste da und dann geradeaus durch. Ja, das geht aber in Ordnung. Dann baue ich mich nach hinten hin. Nicht so weit raus. Aber nach vorne ist das Ganze halt noch ein bisschen vergrößert. So. Ja. Also, wie gesagt, ich bin jetzt bei Part 19, müsste ich jetzt sein. Und ich hoffe, dass ich die 30 ungefähr noch erreichen werde. 30 ist also mein ganz großes Ziel jetzt hier. Aber, der war schon zu viel. Garantieren kann ich es nicht. Ich werde es versuchen, dass ich das hinkriege. Und sobald das Projekt vorbei ist, wird irgendwie ersatzweise was kommen an Minecraft. Und Richtung April, März, März, April, also Ende März, April irgendwo so in die Richtung, vermutlich wird dann noch mein nächstes großes Projekt anstehen, Minecraft. Also werde ich versuchen,
das nächste Minecraft-Projekt, was ich dann starte, nicht ganz so riesig zu gestalten. Einfach damit ich auch fix mit ins große Projekt einsteige. Oder am besten gleich von Anfang an dabei bin. Und so. Da könnt ihr dann mal drauf gespannt sein. Ich find's nämlich selber. Wie das wird. So. Jetzt überlege ich gerade. Wenn ich das auskleide, habe ich natürlich das Problem, wenn ich jetzt, dass ich hier nicht großartig Fenster reinbauen kann. Einfach aus dem Grunde, dass man das sehen würde von innen. Und das würde von innen natürlich nicht ganz so toll aussehen. Wenn ich jetzt hier das auskleide und dann hätte ich dann sozusagen da mein Holzblock. Ich demonstriere das mal. So. Ich finde, das sieht nicht ganz so geil aus. Sieht aus wie so, wie auf dem Schiff. Das ist auch nicht so mein Vorhaben. Müsste ich mal gucken, wie ich das mache, oder? Ich werde jetzt speziell bei den Fenstern irgendwie was weglassen oder so, dass ich da vielleicht mit... Das könnte ich nochmal eben gucken, ob das klappen würde vielleicht. Wenn ich mit Treppen arbeite, ob ich das sozusagen als Fensterbank einbasteln könnte oder so. So. Die weg. Brauche ich meine Axt? Meine Axt ist da. Die tausche ich mal eben aus. Ich meine, man wird das denn in dem Fall nicht begehen können. Nee, das klappt leider nicht. Es wäre natürlich cool gewesen, wenn das gehen würde. Sprich, hier verkehrt rum die Treppen und so, dass ich hier so einen Rahmen habe. Aber das klappt nicht so, wie ich es wollen würde. Schade. Dann muss ich mir das ja nochmal überlegen, wie ich das gestalte. Ob ich ein Fenster einbaue oder nicht. Und wenn ich Fenster einbaue, jetzt fällt mir auf, dass das hier viel zu klein ist. Wieso ist das zu klein? Achso, ich habe hier noch drei... Ach, ich tue mich schwer beim Bauen, wie ihr seht. Ich meine, ich habe die ein oder andere gute Idee, das zweifle ich jetzt nicht. Da könnt ihr euch auch nochmal vielleicht selber überzeugen, wenn ich dann nochmal vielleicht meinen privaten Server mal herzeige. Aber, wie habe ich denn jetzt hier? So, hier ist der Eingang, das heißt, hier ist die Mauer. Ja, dann habe ich 1, 2 breit nochmal daneben. Hier ist die Mauer, 1, 2 daneben, so. Oh oh. Das müsste ich ja jetzt auch nochmal auskleiden. Hier so ein bisschen. Wo habe ich denn noch Erde? Da habe ich einen Block Erde, den kann ich nicht brauchen. Da habe ich einen Stack Erde, das ist doch schon effizienter. So. So, das Ganze nimmt Gestalt an. Ich versuche jetzt nochmal ein bisschen hier die karge Landschaft vom Meteoriteneinschlag wegzukriegen. Oder zumindest aus meinem Sichtfeld raus, so. Dann müsste ich ja da. So, so. Das sieht doch schon langsam nach was aus. Und mir fällt auf, doch, mein Haus ist etwas größer geworden, als es vorher war. So, einmal rüberfliegen wieder. Lass ich gleich mal stehen. So. Die Grundmauern stehen schon mal. Es
ist, wie gesagt, etwas größer geworden als geplant, aber so. Setzen wir die mal einfach dahin. Ach Mist, die Dinger gehen ja kaputt. Dann brauche ich davon doch ein bisschen mehr. So. Mein Inventar ist voll. Oh Gott. Das war nicht mein Plan. Ich schmeiß mal alles jetzt rein. Ich brauche so vieles hier gerade nicht. Ich brauche mein Essen zum Teil nicht. Das lasse ich dann. Ja, schmeiß ich mal alles rein. Die Rucksäcke kann ich noch brauchen. So, dann kann ich hier auch nochmal eben zumachen. Dann steht, wie gesagt, mein Grundgerüst schon mal. Das schmeiße ich da noch hin und die schmeiße ich da noch hin. Dann mache ich mir mal eben Eisentüren. So. Es nimmt sehr viel Gestalt an. Steindruckplatten, die bastel ich mir auch nochmal eben. So, hier war nichts mehr. Jetzt muss ich gucken, musste ich die damit basteln? Ja. So verliesmäßig erstmal. Oh, ich hätte noch mehr brauchen müssen. Mist! Ich könnte auch einfach... So, damit die Leute nicht ganz so schnell reinkommen und falls sie mal Gegner drin sind, weswegen auch immer, dann kommen sie auch nicht so schnell rein. Setze ich einfach mal ein paar Buttons hier hin, die auch nicht mal auffallen. So, das ist doch schon gut. Das Bett setze ich mal hier hin. Ich gehe mal gucken, ob ich das hinkriege mit dem Verkleiden, wie ich das mir vorgestellt habe. Vielleicht hat man denn da schon mal einen gewissen Eindruck von dem Ganzen. Weil ich finde, das hier wirkt so knastmäßig. Und wenn ich das so mache, dann wirkt das Ganze gleich viel wohnlicher. Das verkleinert den Raum natürlich gewaltig, im Endeffekt, wenn es dann fertig ist. Aber es sieht viel, viel besser aus. Ist meine Meinung. So. Ja, ich muss mal gleich auf die Uhr gucken, ob es schon wieder Zeit ist, den Part zu beenden. Ich habe jetzt nämlich vor lauter Baulust, weil ich bin dann immer so ein bisschen sehr begeistert, wenn ich jetzt hier am Bauen bin. Deswegen bin ich auch ganz so viel am Quatschen. Muss ich mal gucken, ob ich überhaupt noch Zeit habe für den Part weiterhin oder ob die Zeit schon wieder voll ist. Aber ich will das ganz gerne noch ausgekleidet haben, hier so im Groben. So. Wie gesagt, es ist etwas kleiner geraten dann. Aber völlig ausreichend, meiner Meinung nach. Und oben hochfliegen. So. Ich könnte dann natürlich jetzt auch noch das hier hochziehen, so die Ecken, wie sie außen sind. Aber dann denke ich mir, wird der Raum noch kleiner und es ist eigentlich so, wie es jetzt ist, schon okay. So, hier haben wir den Gedenkraum.
Hier machen wir mal eben schon zu. Und das sieht doch schon ganz brauchbar aus. Jetzt muss ich nur noch die Truhen alle eben umsetzen. Dafür bräuchte ich noch mehr Sticks. Und noch mehr Chest Transporter. Machen wir das mal so. Nochmal. Ach, geht gar nicht, reicht ja schon. So, schmeißen wir die Sticks mal alle dahin. So, jetzt haben wir nochmal normales Holz. Ich glaube, das hatte ich hier drin. Na, in der anderen Seite der Truhe. Die kann ich da nicht hinsetzen, weil die Truhe im Weg steht. Och, komm. Nehmen wir das, stellen den einfach mal hier hin, den da hin, dann kriege ich hier meine... So. Machen wir hier mal zu. Hier mal zu und da mal zu. Dann habe ich die Truhen schon mal alle da. Es wird ganz schön voll hier und eng hier, aber ich könnte mir auch noch zur Not dann eine Pocket Dimension hier hinsetzen oder ich setze mir hier was auch immer. Ich könnte so vieles hier eigentlich machen. Das muss ich mir nochmal überlegen. Es wird drauf hinauslaufen, das weiß ich jetzt schon, dass ich die einfach mal unterirdisch, also mehr oder weniger unterirdisch setze. So. Jetzt habe ich wieder ein paar Chest Transporter. So. Kann ich das dann nämlich auch noch wieder zumachen. Und ich muss dringend auf die Uhr gucken. Ja, meine Zeit ist eigentlich schon um. Aber ich bin so fleißig dabei. Da will ich jetzt eigentlich ungern aufhören. So, 5 Minuten gebe ich mir jetzt noch. Und zwar versuche ich genau 5 Minuten zu machen. So... Das noch dahin. So, die Sticks schmeiße ich wieder hin da. Dann muss ich mal eben mit meiner Spitzhacke tauschen. Und... meine Truhe noch mal eben entleeren irgendwie. So, das sind die Sachen. Meine Truhe, sage ich schon, mein Inventar. So, das kommt da noch mit rein. Dann kann ich hier nämlich noch mal eben ein bisschen Holz mitnehmen. So. Das sieht doch schon brauchbarer aus. Wenn ich jetzt hier noch... Da habe ich das. Könnte auch die Öfen einfach unterirdisch setzen. So in der Reihe hier. Das würde aber auch ein bisschen merkwürdig aussehen. Das müsste ich dann versuchen, eher hier reinzusetzen. So. So zwischen die Truhen hier. Wenn ich da noch zwei hinsetze, habe ich das, wie habe ich das denn da gemacht? Da dran, so. Ja, dann müsste die nächste Truhe eigentlich da anschließen. So, das weg. Denn die nächste Truhe hier. Und jetzt sieht das Ganze doch schon etwas nach Truhe aus. Jetzt habe ich das Problem, dass ich meine Diamond Chest da nicht wegkriege. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Die schmeiße ich wieder rein da. So. Wenn ich jetzt hier noch einen Ofen reinsetze. So.
Das sieht doch schon nach was aus. Dann muss ich mir überlegen, wie ich den Fußboden gestalten werde. Das weiß ich nämlich auch noch nicht. Hier wäre noch gut die Diamond Chest gewesen. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Eigentlich müsste ich mir ja noch eine Truhe bauen und die daneben setzen, damit ich überhaupt die Möglichkeit habe, meine Diamond Chest leer zu kriegen. Oder annähernd leer zu kriegen. So. 1, 2. Dann setze ich gleich da nämlich den ganzen Kram rein, den ich nicht brauche. Da habe ich jetzt die Truhe, wo ich meine Sachen habe, die ich zum Bauen brauche oder will. So, dann bastel ich jetzt schon mal hier. So. Eigentlich wäre auch ein Eimer mit Lava jetzt gut. Einfach um den ganzen Bullshit mal loszuwerden. Haben wir denn Lava irgendwie hier gehabt? Nee, hier haben wir noch keine Lava gehabt. Was ist das? Sorry, Hasi. Ist da Lava drinne? Wer weiß, wer weiß. Nein, ist nicht. Ich brauche Lava. Leute, gib mir Lava. Müsste ich zusehen, dass ich vielleicht nochmal in den Nether komme, aber da habe ich eigentlich ja auch nicht so die Lust und Zeit zu. Na gut. Wir haben schon mal einen gewissen Fortschritt gemacht jetzt hier. Ich würde sagen, beim nächsten Part geht's weiter. Da versuche ich dann einfach mal das hier langsam zu vervollständigen. Am besten fange ich an, hier die Schaltung zu basteln. Und ja, wie gesagt, das ist ein gewisser Fortschritt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr auch so ein bisschen Anregungen gekriegt. Ich werde auf jeden Fall mir noch das ein oder andere einfallen lassen hier. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschüss, tschüss.